Unterscheiden Sie Großhandel und Einzelhandel? Nun, wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt in den Kunden. Der Großhandel hat als Kunden zum Beispiel, also Kunden, hat er zum Beispiel Produktionsbetriebe. Er hat als Kunden zum Beispiel Großverbraucher, ja, Behörden zum Beispiel, die kaufen in der Regel direkt im Großhandel und nicht im Einzelhandel. Und er hat als Kunden den Einzelhandel. Und der Einzelhandel hat als Kunden die Endverbraucher. Ja, sodass man es auch noch anders visualisieren kann. Sie sehen hier, der Einzelhandel ist einer der Kunden des Großhandels. Man kann es auch so sagen, hier ist der Produzent, hier ist der Großhandel und hier ist der Einzelhandel und hier ist der Kunde auf dem Weg des Produktes. Ja, so kann man sich das auch vorstellen. Also der Einzelhandel ist einer der Kunden hier, Kunden des Großhandels. Aber wir haben gerade gesehen, der Großhandel hat auch noch andere Kunden. Also worin liegt der Unterschied zwischen Einzel- und Großhandel? In den Kunden. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.